Hallöchen, so, ich melde mich jetzt mit meinem Bastelaufruf zurück. Ja, es haben einige fleißige Bastelbienchen auch mitgemacht. Ich hatte euch ja gesagt, es sollte eine Negativkarte entstehen, egal welches Format, welches ein Stanznegativ hat und Washi-Tape. Alles andere darf ja frei gewählt werden. Zusendeschluss war am 30.04. Ich filme dieses Video jetzt etwas weiter vor, weil ich eine Karte brauche, die ich auch gemacht habe. Aber die soll jetzt demnächst weggehen und deswegen habe ich sie sonst nicht mehr zum Abfilmen. Und ich zeige euch jetzt nochmal, welche Karten ich so gemacht habe, und im Anschluss zeige ich euch die Karten von den Mitbastlern, die mir zukommen lassen haben. Und ich muss wirklich sagen, es sind alle richtig schön geworden. Ich finde das richtig toll, mir hat das richtig Spaß gemacht, die anzuschauen, und ich freue mich tierisch, dass ihr mitgemacht habt. Vielen, vielen Dank, und ich hoffe, ihr hattet Spaß, und wenn ihr sowas nochmal machen möchtet, sagt mir das bitte. Schreibt das in die Kommentare. Und dann werde ich mir auf jeden Fall wieder mal was für euch einfallen lassen. So, die hatten wir ja gesehen beim ersten Video. Das verlinke ich euch dann auf jeden Fall noch. Und das war ja so der kleine Starter. Dann habe ich noch gemacht diese hier. Die soll jetzt dann auch demnächst weggehen. Denn einer meiner Kollegen hat einen Führerschein gemacht fürs Wässerchen. Und da dachte ich mir, warum nicht? Hinter diesem Ahoi ist das Washi-Tape. Das ist in Silber glitzernd. Und das habe ich hier mit Schablonen gemacht. Mit Stempeln. Ich habe die hier, glaube ich, sogar reingelegt, um euch das zeigen zu können. So, also ich habe hier einmal selber Wolken ausgeschnitten. So mit der Hand, wie ich dachte, ach, egal. Und dann habe ich dann halt mit Stempeln gewischt. Dann habe ich hier von diesen 3D-Stanzen dieses Wasser genommen und habe das auch mit Stempelfarbe gewischt. Und dieses Teil ist ein Embossing- und Stanzteil gewesen, was ich ja nie verwende. Das ist meine Sonne. So, und so ist die Karte hier entstanden und die geht jetzt demnächst auf die Reise. So, dann habe ich noch eine weitere Karte, die ist zu einem Geburtstag. Da kann man das vielleicht sehen, wenn man sie in der Hand hält, dann kann man das sehen. Das ist das Washi-Tape. Und hier ist eine 34, die ist etwas hochgesetzt, ist das Stanznegativ. Und da eine Freundin von mir bald 34 wird, habe ich dann hier noch ein paar Steinchen hingeklebt. Und die Karte kann man dann so öffnen. Und rechts und links ist halt noch anderes Washi-Tape. Gucken wir mal das. Ja, ich denke, ihr könnt das sehen. So, wenn es immer ein bisschen spiegelt, kann man die 34 gut erkennen. So, und dann zeige ich euch auch mal, was passiert, wenn ich total daneben liege. Also auch hässliche Sachen. Da dachte ich, sagt bitte nichts dazu. Die wandert auch direkt so in die Tonne. Da habe ich negativ genommen. Eine Mädchen mit Luftballons und Blümchen, und hier steht Happy Birthday, und diese Herzen sind halt das Washi-Tape, und hier noch ein Schmetterling, und da habe ich gar keine Karte draus gemacht, sondern nur den Aufleger und finde den so furchtbar hässlich. Und ich muss euch auch mal hässliche Sachen zeigen, also richtig hässliche Sachen. Und da dachte ich mir, ja, nee, das war es dann doch nicht, also auf gar keinen Fall. So. Und jetzt, wie gesagt, spiele ich euch die anderen Bilder noch ein. Die laufen dann jetzt so durch, also schaut euch die gerne an. Die Namen, die da drin stehen, durfte ich auch alle verwenden. Ich habe nachgefragt. Und ansonsten, ja, ich hoffe, ihr schaltet nochmal rein und vielleicht bastelt der ein oder andere beim nächsten Aufruf, wenn ihr das möchtet, auch noch mit. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß noch beim Zuschauen und wir sehen uns bald. Bis dann! Wir fangen an mit Karte Nummer 1 von der lieben Conny. Das war auch tatsächlich die erste, die mitgemacht. Vielen, vielen Dank.
Dann folgen die drei wunderschönen Slimline-Karten von der lieben Petra. Auch dafür vielen Dank, richtig toll. So, vielen Dank auch, liebe Miss Kitty. Wir kennen uns ja persönlich. Danke, danke für die schönen Schmetterlinge. Liebe Mareike, vielen Dank für die drei wunderschönen Werke. Sie sind wirklich toll geworden. Hier ein wunderschönes Ahornblatt von der lieben Martina. Vielen, vielen, vielen Dank. Hier vier wundervolle Karten von der lieben Elke. Also Ostern ist vorbei, aber die Karten sind wunderschön. Hier etwas Passendes zum Frühling von Einfach Medi. Dankeschön. Ich sag's ja immer wieder, Weihnachten kommt schneller, wie wir denken. Vielen Dank, liebe Ingrid. Tolle Karten. Und von der lieben Holleria vom Kanal Holleria die Bastelfee auch eine sehr schöne Karte. Auch hier ein toller Beitrag von der lieben Silvia. Die Feder ist wunderschön. Danke. Hier wohl vom jüngsten Mitglied, mein Sohn, die Karte für Oma und Opa. Eine richtig süße Glückwunschkarte von der lieben Gabi. Der Elefant ist einfach goldig. Hier nochmal was Österliches von der lieben Sunny. Wie, keine Sonnenblumen? Wunderschön. Tausend Dank. Und noch als letztes wundervolle Luftballons von der lieben Ricky. Danke an alle. Vielen Dank. Und hier nochmal meine mit inklusive diesem Missgeschick. Ich danke euch viel, vielmals und ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und wir machen das vielleicht nochmal. Bleibt gesund, bis bald. Ach ja, und wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch gerne ein Abo da und abonniert die Glocke. Euch kostet es nichts und mich bringt es unwahrscheinlich weiter. Ich würde mich freuen, ich habe noch sehr viele Zuschauer, die keine Abonnenten sind. Und das ist der Größteil. Ich würde mich freuen, wenn wir diese Zahl einfach mal umdrehen könnten. Also viel Spaß weiterhin. Danke.